Aus dem Roman »Das Haus der dunklen Krüge« von Gertrud Fussenegger. Gottes Kinder und deren Söhne. Nach ein paar Wochen hatte sich das große Erdbeben beruhigt. Der Bankrott war hier in der Provinz kein so vollständiger gewesen wie in den Hauptstädten, weil hier auch der vorausgegangene Gewinn nicht zu so schwindelhaften Höhen aufgestiegen war wie dort. Etwelche Verlobungen waren gelöst, einige allzu üppige Winkelspekulanten gefänglich eingezogen, aber gegen eine Kaution wieder freigelassen worden. Herr Wanker hatte einige Tage schlecht ausgesehen und war, einen zerdrückten Hut im Nacken, ziellos umherstreifend in der Gegend des großen Teiches gesichtet worden. Doch nach einer Frist stellte sich seine rosige Farbe wieder her, seine eingefallenen Wangen rundeten sich abermals und Frau Emma, die zärtliche Gattin, versicherte glückstrahlend, Wanker habe das Essen wieder so vorzüglich wie eh und je geschmeckt. Vor allem aber, und dies gereichte zum allgemeinen Trost, hatte das bürgerliche Bräuhaus eine Erklärung verlautbart, dass es als wohlfundiertes Unternehmen von den Verlusten nicht betroffen worden sei und nach wie vor seine Dividenden ausschütten könne. Gottlob, sagten die Bräuberechtigten. Ehre dem wackeren Gambrinus! Es mochten Kriege verloren gehen, Welten erschüttert werden. Das Gott gewollte Recht, aber Bier zu brauen und Bier zu trinken, konnte der Menschheit nicht beschnitten werden. So wächst die gemeine Menschennatur, Species humana vulgata, nach jedem Schlag, den sie empfängt, unentwegt weiter. Sie zeigt sich gefeit gegen den Reif der Enttäuschung, gegen den Hagel des Unglücks. Munter rankt sie fort und nimmt Nahrung, wo sie nur welche kriegen kann. Eine andere Spezies gibt es daneben seltener Art. Sie siedelt einsam, sucht sich den härtesten Boden und, wenn der Blitz sie trifft, trägt sie die Narbe im Mark. Noch eine dritte nährt die geduldige Erde. Saftlos aus schwächlicher Wurzel kümmert sie hin, fröstelt im Winkel, duckt sich und stirbt doch nicht aus, weil sich kein Schicksal die Mühe nimmt, sie aus dem Beetlein Leben auszujäten. Zu dieser Spezies hätte man des Johann und der Margarete einzigen Sohn Hans rechnen können. Er war 2 Jahre nach seiner Schwester Marie im Haus der dunklen Krüge erschienen. Während sie der Mutter geglichen hatte, glich er dem Vater. Allerdings erreichte er niemals dessen hohen, tannenschlanken Wuchs. Seit einer schweren, in der Kindheit erlittenen, rätselhaften Erkrankung hatte sich seine Gestalt nicht mehr entwickeln wollen. Es gab Leute, die behaupteten, dass er einen Höcker habe. Das war nicht richtig, doch trug er seinen Kopf immer schief gegen die Schulter geneigt, diesen Kopf, der zu mächtig geraten war, mit der überhohen, wulstigen Stirn und den milchweißen, blau geäderten Schläfen. So machte das ganze Männchen eine in gewisser Weise missratene und anfällig scheinende Figur, entbehrte aber doch nicht eines bestimmten schüchternen Reizes, und sein scheuer, hellblauer Blick verriet eine empfindsame Seele. Er hatte nach johannitischer Art lange gezögert, einen Beruf zu ergreifen. Eines Tages hatte ihm sein Vater, der Rittmeister, den Vorschlag gemacht, das Gewerbe ihrer gemeinsamen Voreltern, die Buchhändlerei, fortzusetzen. Der Rittmeister erbot sich, Hans seinen eigenen kleinen Laden einrichten zu wollen. So geschah es auch. Der Laden lag in der Reichsgasse nahe dem Ringplatz, an einem der besten Plätze der Stadt. Der Rittmeister sparte nicht an Kosten.
Eine neumodische Auslage musste das Geschäftchen haben. Ein Gaslüster sollte drinnen brennen. Der Ladentisch war aus poliertem Kirschholz gemacht. Zwei Polsterstühle sollten den schmökernden Kunden Bequemlichkeit bieten. Aber die Polsterstühle hatten nur selten Besuch. Selten brannte der Lüster, weil sich keine Hand regen wollte, ihn anzuzünden. Am Abend, wenn die ganze Reichsgasse von Lichtern flammte, wenn zur Linken beim Delikatessenhändler Gott Jeschowetz und zur Rechten beim Apotheker Fritsch die Lampen strahlten, versank das Burdaninsche Bücherlädlein dazwischen in trister Finsternis. Höchstens, dass man irgendwo im Hintergrund den Schein einer Kerze umher flackern sah. Dort saß der Buchhändler in seinem Magazin und las. Er las, am Morgen begann er damit und am Abend hatte er noch kein Ende gefunden. Wenn die Glocke schellte, schreckte er auf. Aber manchmal musste der Käufer erst zwei- oder dreimal die klingelnde Tür auf- und zuschwingen, ehe der wasserköpfige Leser dort hinten von seinem Stühlchen hochkam und missmutig nach dem Ankömmling äugte. »Wer ist denn da schon wieder gekommen?« »Guten Abend, Herr Burdanin. Wollte mal bei Ihnen vorbeisehen. Ich suche ein Buch.« »Und der Grosch hat es nicht und der Döberl hat es auch nicht und da habe ich schließlich an Sie gedacht. Stehe zu Diensten.« »Es sollen die Lessingschen Fabeln sein. Wissen Sie, mein Sohn, der Penäler, soll darüber eine Arbeit schreiben.« »So, sehr hübsch. Die Lessingschen Fabeln. Stehe zu Diensten.« Der Buchhändler dienert. Aber er müsse erst Licht schlagen, es sei so dunkel, er habe gerade heute vergessen, den Lüster anzuzünden. Der Herr Kunde möge entschuldigen. Bitte. Der kleine Mann schleppt eine Staffelei herbei, rückt sie unter den Lüster und steigt empor. Oben angekommen bemerkt er, dass er kein Streichholz hat. Nun ächzt er herunter und fragt den Kunden, ob er ihm vielleicht nicht ein Hölzchen leihen könne. Nein, der Buchhändler begibt sich nach hinten und kommt mit der Kerze wieder. Er werde mit der Kerze anzünden. Er hat sie sich zusammen dem Lichte bei Herrn Gott Jeschowitz ausgeliehen. Herr Gott Jeschowitz, Gott segne ihn, ist ein gefälliger Mann. Aber es ist ein Unglück mit einem schwanken, heiklen Ding wie einer Kerzenflamme. Durch einen Wind erschreckt, lischt sie aus. Ach, nun muss Herr Burdanin erst recht noch einmal fort und muss beim Nachbarn sein Licht von Neuem entzünden lassen. Endlich ist es soweit. Mit einem kleinen, dumpfen Knall springt die Flamme in der Gaslampe auf. Sieben Lampen kränzen den Lüster, sechs von ihnen nun ja, deren Strümpfe sind zerrissen. Wir werden auch mit einer Lampe sehen, nicht wahr? Aber erst muss die Staffelei fort. Man sieht es der wachsbetropften Leiter an, dass der Buchhändler die Gasflamme meist mit der Kerze anzündet. Man sieht es seinem Anzug, dem ganzen Gelass an, dass er mit der Kerzenflamme nicht sehr geschickt umzugehen weiß. Er schleppt das Gerüst ab. Dabei klemmt er sich den Finger ein. Und nun verzeihen Sie, Herr, ach, jetzt erkenne ich Sie wieder, Herr Tezelli, ja, ganz recht, dass ich mich nicht selbst besann. Womit, sagen Sie, dürfte ich Ihnen dienen? Mit Fabeln, jawohl, mit den Lessingschen Fabeln, so, vielleicht sind die rückwärts im Lager, wenn Sie sich einen Augenblick gedulden wollen. Hans verschwindet. Eine Weile hört Herr Tezelli ihn stöbern, dann hört er nichts mehr. Stille. Die Gasflamme sinkt. Nebenan zur Linken, beim Delikatessenhändler, hört man die Ladentür unablässig schwingen. Auch beim Apotheker geht es lebhaft zu. Hier ersteht man die Mittel gegen die Beschwerden, die man sich dort durch allzu üppige Genüsse eingehandelt hat.
So fördert eins das andere, das ist der Lauf der Welt. Wohl dem, der seinen Vorteil aus ihm zu ziehen weiß. Hier aber zwischen den Scharteken rührt sich nichts. Der einsame Kunde streift die Regale entlang, studiert die Titel auf den Bücherrücken. Er nimmt eins heraus, blättert darin, steckt es wieder an seinen Ort. Er blickt nach der Tür des Magazins und räuspert sich. Er scharrt mit den Füßen, er rappelt mit dem Stock. Endlich öffnet er die Tür und steht sprachlos. Auf der obersten Sprosse seiner Staffelei, das Wachslicht in der Hand, kauert der Ladenbesitzer und liest. Aber Herr Burdanin, ruft der Kunde erbost. Jener fährt zusammen und starrt herab. Dann schwenkt er das kleine schwarze Büchlein. Ich hab's, ruft, ich hab's, hören Sie an. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Was ist das? Fragt Herr De Celle erbost. Die Fabeln, herrliche Fabeln, oh, niemand hat schönere Fabeln geschrieben als La Fontaine. Hören Sie nur weiter, ich lese Ihnen vor, ich verstehe kein Wort, erwidert Herr De Celle. Wie, Sie verstehen es nicht? Nein. Verstehen Sie nicht Französisch? Da sollten Sie es aber lernen. Ich bitte Sie, Französisch, die Sprache einer heruntergekommenen Nation. Haben Sie Sedan vergessen? Herr De Celle ist ein alter Burschenschaftler, hat in Jena studiert und hat sich fleißig nach Comment geschlagen. Sein rundliches Gesicht ist von Schmissen zerstückt. Hans liebt diese Sorte von Leuten nicht. Er hat eine tiefe Abneigung gegen ihre selbstgewisse Art. Jetzt sieht er die Spitze von Herrn De Celles Stock auf sich gerichtet. Sie sollten gar keine französischen Bücher führen, Sie, Spross eines alten deutschen Bürgergeschlechts. Betreten steckt Hans das schwarze Bändchen La Fontaine fort. Dann beginnt er, mit seinem Kerzchen leuchtend die anderen Fächer zu durchstöbern. Gleicht er nicht selbst auf seiner Leitersprosse dem berühmten Maître Corbeau? Vielleicht habe ich noch deutsche Fabeln, wenn Sie die Güte hätten, noch eine Sekunde. Doch der Kunde misstraut nun Hansens Sekunden, er hat die Güte nicht mehr. Es schlägt auch 7, kurz nach 6 hat er den Laden betreten. Nein, mein Bester, behalten Sie Ihre Herrlichkeiten, ich gehe. Hans rutscht die Staffelei herab und eilt dem anderen nach, ihm die Türe aufzureißen. Dann, allein geblieben, steht er, bedenkt sich, zuckt die Achseln, wirft den Riegel vor und trollt sich nach hinten. Hier liegt noch der La Fontaine. Hans schlägt das Bändchen auf, blättert nach der Stelle, von der er aufgestört wurde, beugt sich voll selbstvergessenem Entzücken darüber. Langsam brennt die Kerze nieder. Um 9 Uhr scheppert es an der Tür. »Pane Honza«, ruft eine Altweiberstimme kläglich. Es ist Fanda, die Köchin seiner Mutter. »Hat der junge Herr wieder vergessen?« Die Frau Mama wartet. Kommt der junge Herr nach Hause? Haben wir Knödel gekocht und ganz jung, wird alles trocken in der Truba. Ich komme ja schon, gehen Sie nur heim. Die draußen schlurft davon. Hans liest die Seite zu Ende, merkt an. Dann schlüpft er in den wattierten Überrock. Da tut sich das schmale Hinterpförtchen auf. Ein struppiger Kopf erscheint im Spalt. »Pane Honza, Pane Honza«, kräht es mit künstlich fistelnder Stimme. »Hat der junge Herr wieder vergessen, dass die Maminka wartet?« Hans ist zusammengefahren. »Du bist es, Uzel. Pfui, du hast mich erschreckt.« Und er spuckt aus. Auch er spuckt, wenn er erschrocken ist. »Und viel Appetit auf die Knödel und auf das Ganzjung«, fährt der Kerl fort und blitzt Hans aus weinseligen Äuglein an. Und auf das Grießpapperl und auf das Busserl von der Frau Mama. Gute Nacht, der Pane Honza, und schlaft er recht schön in seinem seidenen Bettel. Damit zieht sich der schrubbige Schädel zurück,
Die Tür schnappt ins Schloss. Hans Burdanin steht eine Weile, ohne sich zu rühren. Den La Fontaine presst er an seine Brust. Plötzlich wirft er ihn im Bogen auf den Tisch, stülpt sich den Hut auf den Kopf, schlägt das Licht aus, sperrt und geht. Eilig geht er durch die nächtlichen Gassen. Vor der Schenke zum Blauen Hecht späht er um sich, schlägt einen Haken und springt durch die Tür in das rauchige Kellergelass. Da sitzt er schon, Kumpan Uzel, und schwenkt ihm das Schnapsglas entgegen.